Ja, Matthias, das letzte Testspiel ist gespielt. Nächste Woche geht's los. Wie würdest du diesen letzten Test einschätzen? Ja, ich glaube, wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich glaube, wir haben uns sehr viel erarbeitet, die letzten Spiele, Trainingseinheiten. Und ich muss sagen, wir haben heute sehr viel umgesetzt, das, was wir trainiert haben in der Vorbereitung. Du hast selbst ein Tor erzielt in der zweiten Halbzeit. Wenn du noch mal kurz den Treffer für uns beschreiben würdest. Ja, ich gehe gerne die Seite hoch und runter, deswegen dachte ich mal, ich schalte mich offensiv ein. Und der Ball war super gespielt von Chris Petersen und ja, ich bin ein bisschen ausgerutscht, zum Glück geht er auch rein. Ja, ich glaube, es ist mein erstes Heimtor und das in der Vorbereitung. Ich würde gerne Ligastor 1 machen, hier zu Hause. Wie würdest du das Spiel generell bewerten? Waren da die Ansätze schon zu sehen, die ihr auch in den kommenden ersten Ligaspielen umsetzen wollt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben gutes Gegenpressing gemacht, wir haben gute Ballphasen gehabt. Wir müssen vielleicht auch nach vorne ein bisschen zielstrebiger sein, aber ich glaube, das kommt und wir spielen uns immer besser ein. Ich glaube, wir haben eine richtig gute Mannschaft und es macht im Moment richtig Spaß, mit dem Trainer zu arbeiten. Was nehmt ihr euch jetzt noch vor für die letzte Trainingswoche vor dem Start in Sandhausen? Ja, wir müssen so weitermachen. Wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Wir müssen klare Torchancen, noch mehr Torchancen erspielen. Hinten die Null halten, das ist wichtig, glaube ich. Und dann ein gutes Spiel machen in Sandhausen. Aber da wird andere Sachen gefragt wieder. Ruven, der letzte Test vor dem Saisonstart ist gespielt. Erstmal deine Eindrücke, endlich wieder Zuschauer im Stadion. Was ist auch für dich ein Gefühl? Du bist ja schon lang genug dabei. Ja, war schön. Auch beim Warmmachen rauskommen und wieder ein bisschen Applaus zu hören, ein bisschen Stimmung im Stadion zu erleben. Und auch wenn es nur 2895 waren, wie ich richtigerweise gesehen habe, war es wirklich ja, trotzdem schön, ja, für gute Szenen beklatscht worden zu sein und angefeuert zu werden. Also es war echt cool. Ja, jetzt freuen wir uns auf Bremen, da kommen dann wahrscheinlich ein paar mehr, aber das war für den Test heute, glaube ich, ganz cool. Kommen wir zum Spiel selbst. Wie würdest du dieses Spiel einschätzen? Waren da schon Sachen dabei, die ihr euch auch vornimmt für die ersten Saisonspiele? Ja, ich glaube, dass wir im Gegenpressing auf jeden Fall gute Szenen gesehen haben. Die Elfmeterszene ist daraus entstanden. Schinter hat den Ball super gewonnen, direkt vorne wieder reingespielt. Da waren wir noch im Angriffsdrittel. Und wir haben einfach schon Dinge umgesetzt, wie wir spielen wollen. Es ist, glaube ich, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, in der zweiten Liga wird es ein bisschen schwieriger. Die haben uns jetzt defensiv nicht so gefordert, glaube ich. Trotzdem haben wir es ordentlich gemacht. Wir haben kaum was zugelassen. Und ich denke, als letzter Test war es wirklich positiv. Wie würdest du den Status jetzt beschreiben? Wo stehen wir eine Woche vor dem Saisonstart und woran wird jetzt noch gearbeitet in dieser letzten Trainingswoche vor dem Spiel? Ja, es geht um die Feinheiten einfach, um die Abstimmung offensiv sowie defensiv. Aber wir haben es ja, heute wirklich schon über 90 Minuten sehr gut gemacht. Ja, es wird auch darauf ankommen, wie wir es vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr Druck bekommen, in Drucksituationen damit noch besser umzugehen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Basis, die Ausgangssituation ist wirklich gut und jetzt kommt es auf die Feinheiten drauf an. Christian, unser letzter Test ist gespielt. Erstmal vorweg, dein erstes Spiel hier in der Arena mit Zuschauern. Natürlich kein volles Haus, aber erzähl mal ein bisschen was über deine Eindrücke vom Spiel, was diese Thematik angeht. Also die Thematik Zuschauer ist ja eine große und man hat halt schon so einen Vorgeschmack bekommen, in welche Richtung das gehen kann. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir jetzt gegen Werder Bremen auch richtig viele Zuschauer haben. Aber das war ein cooles erstes Heimspiel, wenn man so will. Für uns Trainerteam aber auch gut, weil wir jetzt ein paar Abläufe nochmal an so einem Heimspiel Tag sozusagen durchgehen konnten. Organisation war eine runde Sache und sportlich aber auch. Sportlich, du sprichst es gerade schon an. Wie würdest du das Spiel bewerten, diesen Sieg hier? Ich finde, dass das jetzt ein guter Abschluss der Vorbereitungsphase war. Es war ja auch der letzte Test. Will aber gleichzeitig sagen, dass wir da jetzt auch nicht zu euphorisch mit dem Ergebnis umgehen. Das war gut. Wir haben viele Sachen gesehen, die wir jetzt auch die letzten 4-5 Wochen trainiert haben. Ich habe auch noch Sachen gesehen, die wir besser machen können. Aber unterm Strich ist das jetzt ein gutes Ende der Vorbereitung. Und dann geht es eigentlich ab morgen Richtung Sandhausen. Dragoš Nedeljko hat heute sein erstes Spiel gemacht für uns in der Innenverteidigung mit Christoph Klar. Wie hat dir sein Auftritt gefallen? Er hat ganz wenige Trainingseinheiten jetzt nur gehabt. Wir haben viel Video mit ihm gemacht. Wir haben ihm auf dem Trainingsplatz ein paar Sachen gezeigt. Das geht schon in die richtige Richtung. Aber auch da gibt es noch Verbesserungspotenzial und wir werden uns noch einige Szenen ansehen. Aber unterm Strich, finde ich, war das ein guter erster Eindruck. Neben viel Videoanalyse geht es ja dann in der kommenden Woche dann auch noch wieder auf den Trainingsplatz vor diesem ersten Spiel in Sandhausen. Worauf wirst du da den Fokus legen, bevor es dann am Sonntag zum ersten Pflichtspiel der Saison kommt? Das Gute ist, dass wir jetzt noch mal eine lange Woche haben. Das heißt, wir können auch noch mal ein, zwei konditionelle Aspekte mit reinbringen. Aber dann soll es schon
ums absolute Feintuning gehen. Wir werden nochmal Standardsituationen besprechen. Wir werden uns nochmal auch vielleicht nochmal mit der Dreierkette beschäftigen, weil das noch offen ist, wie wir es nächsten Sonntag machen wollen. Aber es geht so ins Feintuning und dafür haben wir noch eine ganze lange Woche Zeit.